Also 30 Gramm Kreatin, den ganzen Tag die Flasche mit Saft rumgeschleppt, dann alle ein, zwei Stunden, ich weiß es nicht mehr genau, so einen kleinen Riss genommen, Pulle geschüttelt, noch einen Riss und dann wieder. Und so ging das den ganzen Tag über. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und euch für dieses Video interessiert. An der Stelle auch natürlich vielen Dank wie immer für euren Support. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren oder auch mal ein Like da zu lassen. Und jetzt kommen wir direkt zum Video, wo ihr einfach erfahren werdet, was ich für ein Blödmann bin und dass ich ja, genauso Fehler gemacht habe wie jeder andere auch. Und ob ihr darüber schmunzeln könnt, lacht oder vielleicht denkt, der Botthoff, wie bekloppt ist der, das könnt ihr am Ende des Videos selbst entscheiden. Meine verrücktesten, ja, nennen wir sie Bodybuilding-Fehler, die ich so in meiner Karriere gemacht habe. Und da fallen mir spontan 5, 6 Sachen ein, die ich gerne mit euch teilen möchte. Das erste Ding, da habe ich noch gar keinen Wettkampf Bodybuilding gemacht, da ist mir das passiert. Und zwar habe ich in einer Zeitschrift gelesen, man soll jede Stunde einen Satz Bizeps-Curls machen. Nun gut, ich habe zu der Zeit noch bei mir zu Hause trainiert, in meinem Kinderzimmer. Und ich glaube, zu der Zeit war ich schon runter in den Hobbyraum gezogen. Also wir hatten im Keller so einen Hobbyraum. Ich meine, zu der Zeit, ich erinnere mich, da habe ich da schon im Hobbyraum trainiert. Und ich das halt gelesen und mir dachte, ey super, also machst du jede Stunde Bizeps Curls. Gesagt, getan, ich bin dann jede Stunde runter in den Hobbykeller, habe mir das Wochenende extra dafür sozusagen freigenommen und habe dann am Samstag oder Sonntag, was es war, meine Bizeps Curls gemacht. Jede Stunde runter, einen Satz bis zum Muskelversagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich für ein Gewicht drauf hatte, ich weiß nur, ich hatte so eine tolle SZ-Stange und so ein paar Scheiben rechts, links drauf und habe ich Vollgas gegeben. Das habe ich halt jede Stunde durchgezogen. Und dann sollte halt der Arm davon mächtig wachsen. Der eine oder andere kann sich wahrscheinlich vorstellen, was am nächsten Tag los war. Der Arm war tatsächlich gewachsen. Ja, es war einiges mehr am Arm. Ich glaube fast 1 Zentimeter. Aber das kam halt daher, weil die so angeschwollen waren. Mir haben die Arme wehgetan. Ich konnte mir weder die Zähne putzen noch sonst irgendwas. Ich konnte die Arme nicht mehr bewegen. Meine Bizepsansätze waren so extrem entzündet, also es ging überhaupt nichts mehr. Das waren für mehrere Tage höllische Schmerzen von Muskelkater über Entzündung. Ich konnte es gar nicht mehr lokalisieren, was es ist. Ich weiß nur, dass ich komplett im Arsch war und völlig bescheuert. Völlig bescheuert. Wie kann man so einen Mist machen? Wenn ich heute dran denke, also vergesst es. Ihr braucht es nicht ausprobieren. Es bringt nichts außer Schmerzen. Dann die zweite Sache, das ist eine Sache aus dem Bereich Ernährung. Da war ich schon Bodybuilder und es ging darum, dass ich möglichst viel Muskelmasse aufbaue. Und ich habe dann irgendwann es einfach nicht mehr geschafft, so viel zu essen. Ich war eigentlich ein schlechter Bodybuilder. In der Diät habe ich immer Hunger gehabt und in der Off-Season war ich immer satt. Also völlig kontraproduktiv. Nun gut, jetzt ging es darum, mehr Kalorien zu essen und mehr Kalorien runterzubekommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe dann damals meine gute Freundin, Frau Dr. Martina Olesch, kontaktiert. Und die hat mir dann den Tipp gegeben, ja, viele Kalorien, versuch's doch mal mit Öl. Und was habe ich gemacht? Und jetzt kommt der Hammer. Bitte nicht nachmachen, das ist nicht so toll. Also ihr könnt es schon ein bisschen nachmachen, aber nicht so, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich meine Proteinshakes mit Öl getrunken. Ja. Ganz einfach. Ich habe mir Leinöl, Walnussöl, verschiedene Öle gekauft, habe dann so einen halben Becher Öl da reingekippt, habe dann mein Eiweißpulver dazu gemacht, habe das gemixt und gesoffen. Es geht euch Hundeelend danach, aber ich kann euch garantieren, ihr kriegt einige Tausend an Kalorien, bekommt ihr damit runter. Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie ich auf so einen Schwachsinn gekommen bin. Ich habe dann nachher gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Und habe die Sache dann entschärft und habe dann in jeden Proteinshake, den ich getrunken habe, nur so 1, 2 Löffel Öl reingemacht. Das war dann in Ordnung. Aber diese Proteinshakes komplett mit Öl zu saufen, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Also auch ein Ding, wo ich heute denke, ah, kannst du so bescheuert sein. Aber gut. Nächste Geschichte, auch wieder eine Trainingssache. Da war ich auch noch kein Wettkampf-Bodybuilder, habe aber eigentlich schon ganz ordentlich trainiert. Und
Oftmals haben wir uns an einem Samstagnachmittag getroffen mit ein paar Kumpels und haben dann gemeinsam trainiert. Das waren dann Trainingseinheiten, die auch schon mal 2-3 Stunden gedauert haben. Warum haben wir das so gemacht? Weil es einfach Spaß gemacht hat. Danach sind wir dann gemeinsam zum Italiener, abends noch Party gemacht. Das ging halt so. Und gerne haben wir halt an einem Samstag dann gemeinsam Beine trainiert. Das sah dann so aus, dass wir 3-4 Leute waren und haben dann Kniebeugen gemacht bis zum bitteren Ende, bis die Hose geplatzt ist, bis die Knie vor Schmerz geschrien haben. Und dann oftmals haben wir uns da auch duelliert. Wer schafft die meisten Wiederholungen mit 50 Kilo oder so? Ne? Spaß beiseite, es waren ein paar mehr Kilo, aber so unterschiedliche Sachen haben wir gemacht. Und dann richtig im Wettkampf, im Zweikampf gebeugt, danach dann natürlich noch ein bisschen Beine trainiert. Und dann dauerte so ein Beintraining schon mal ganz locker 3 Stunden, Minimum. Zwischendurch eine Kanne Kaffee gesoffen, danach dann direkt zum Italiener, dieses Meal Prep praktisch vom Italiener machen lassen, die Post-Workout-Mahlzeit dann direkt vom Italiener bekommen, gab es dann immer Spaghetti und Steak, das haben wir uns reingehauen und danach ging es dann Party machen. Da war ich dann nachts noch unterwegs, war noch auf Strecke, meine Beine haben sich eigentlich noch relativ gut angefühlt, solange ich in Bewegung war. Aber ich merkte schon, oh Matze, das war schon ein hartes Beintraining und wir haben es auch echt knallen lassen, weil wir wirklich in den Sätzen Vollgas gegeben haben. Gut, jetzt habe ich die Nacht durchgemacht, Party. Jetzt war ich aber den Sonntagmorgen noch verabredet zum Squash-Spielen. Und ich merkte schon, dass meine Beine verdammt schwer sind. Aber Squash habe ich damals so ja, im Monat 2-3 Mal gespielt, Sonntagmorgens. Und ich wollte den Termin auch nicht absagen. Ich hatte auch Bock drauf. Jetzt bedenkt aber, ich habe die Nacht durchgemacht. Gut, habe mich dann morgens aufgepeppt, so an der Tankstelle, Red Bull, Kaffee und kein Problem, schaffst du. Nach dem Squash kannst du dich ja hinlegen und pennen. Dann habe ich noch 1,5 Stunden Squash gespielt. Merkte zwischendurch schon, meine Beine, denen geht es irgendwie nicht gut. Aber als ich dann warm war, ich war im Spiel drin, konnte ich das durchziehen. Jetzt sind wir zeitmäßig ungefähr bei Sonntagmittag. Ich habe mich dann Sonntagmittag ins Bett gelegt. Hab dann geschlafen bis zum Sonntagabend. Und Sonntagabend wollten wir uns dann noch in der Eisdiele treffen, um das Wochenende noch so den letzten Kick zu geben. Und dann wollte ich Sonntagabend aufstehen und es ging nicht. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Meine Beine waren komplett eliminiert. Ich hatte Schmerzen in den Beinen. Ich konnte die Knie, ich konnte nicht mehr beugen. Meine Beine waren komplett lahmgelegt. Das war nur noch ein Schmerzpaket. Ich habe dann Schmerztabletten genommen, dann ging es ein bisschen, dann konnte ich mich bewegen, ich bin rumgeeiert, ich kann es nicht beschreiben, wie Balu der Bär, das ist ganz komisch. Und dann dachte ich, durch die Schmerztabletten war das ein bisschen weg. Aber die Hölle kam dann am Montag. Am Montag war vorbei. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich Schmerzen hatte. Ich konnte mich nicht mal zum Kacken aufs Klo setzen, ich konnte keine Treppe hoch oder runter gehen. Ich war komplett beingelegt. Ich hatte so extremen Muskelkater, dass ich mich krank schreiben lassen musste. Ich konnte die Beine nicht mehr bewegen. Ich war komplett out of order. Also Beintraining, nachts dann auf Rolle und den nächsten Tag Squash hat meine Beine komplett zerstört. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen. Gott sei Dank wusste ich jetzt, dass es Muskelkater ist. Ansonsten, ich hätte mir gedacht, die müssen mir die Beine amputieren. Also es war, ohne Schmerzmittel war es nicht mehr zu ertragen. Brutal, ehrlich. So schlecht ging es mir nach einem Training noch nie. Aber apropos Training, mal ganz davon abgesehen, ne, Muskelkater hat natürlich jeder von euch schon mal gehabt, aber so extrem darf man es natürlich nicht übertreiben, dass man dann da wirklich mal 1-2 Tage danach überhaupt nicht mehr laufen kann. Nächste Geschichte, auch kurios, genauso verrückt, aber die werde ich relativ kurz erzählen. Da war ich schon in Wettkampfvorbereitung und mein Trainer, mein Coach, der Detlef, kam zu mir hier ins Studio, wir haben Formcheck gemacht. Und dann hat er mir erzählt, und das ist jetzt eine Sache, aus dem Fehler solltet ihr lernen, aber soll halt auch zeigen, wie blöd ich halt auch manchmal bin und vielleicht die eigenen Sachen nicht berücksichtige oder berücksichtigt habe, die ich jetzt lehre oder anderen vermittle. Und dann kam Detlef hierher, wir machten einen Formcheck und die Form hat ihm nicht gefallen. Die Form hat ihm eigentlich nie gefallen. Eigentlich war ich für ihn nie in Form. Ein Wunder, dass ich überhaupt einen Wettkampf gewonnen habe. Aber für Detlef war ich halt nie in Form. Wobei Detlef auch so ein Typ ist, der halt extrem auf Härte steht, auf tiefe, gestreifte Muskulatur, das ist halt immer so sein Ding gewesen.
Naja gut, er war unzufrieden und ich war natürlich auch unzufrieden. Ich war gefrustet, ich habe so einen Hals gehabt und habe dann gesagt, okay, jetzt nimmst du ab. Und dann habe ich mir selber 3-mal am Tag Cardiotraining verordnet. Das heißt, morgens auf nüchternen Magen, dann nach dem Krafttraining und dann abends bin ich noch vom Fitnessstudio von hier aus nach Hause gelaufen. Ist jetzt nicht so weit, aber trotzdem eine dritte Einheit Cardiotraining gemacht. Und das bei damals schon relativ wenig Kalorien für mein Körpergewicht. Ich habe die Kalorienzahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich habe Vollgas gegeben. Nach 2-3 Wochen haben wir den nächsten Formcheck gemacht. Ich hatte natürlich auch super an Gewicht abgenommen. Dummerweise hatte ich allerdings nur Muskeln verloren. Ich hatte so gut wie kein Fett verloren. Das heißt, die Form war noch genauso beschissen. Das heißt, das Einzige, was ich geschafft habe in der Zeit, war wirklich Muskulatur zu verbrennen. Und da komme ich wieder auf meine gute Freundin, Frau Dr. Martina Olesch, die mir schon sehr früh beigebracht hat, Junge, die Muskeln, die du einmal verloren hast in der Diät, die kriegst du in der Diät auch nicht mehr wieder. Die sind halt dann weg. Und deswegen mein Tipp an euch, den gibt es jetzt hier auch nochmal, auch wenn es ein Unterhaltungsvideo ist, ein ganz wichtiger Tipp, in einer Diät ist nicht das Wichtigste, Fett zu verlieren, sondern die Muskeln zu halten. Das Fett kriegt man weg, das ist kein Problem. Aber in der Diät so extrem Cardio zu machen, dass ihr Muskulatur verliert, das ist natürlich für jede Diät tödlich. Und in meinem Falle, ganz klar, wer will schon einen dünnen Bodybuilder auf der Bühne sehen? Da hat natürlich keiner Bock drauf. Also das war mir echt eine Lehre. Ich habe da... Kurze Unterbrechung. Mit dem Video geht es gleich weiter. Wenn du Ziele hast und es nicht schaffst, diese alleine zu erreichen, dann komm in mein Coaching. Und gemeinsam schaffen wir das. Wirklich Muskelmasse verloren und ich habe schweren Herzens dann erkennen müssen, mit der Brechstange funktioniert es halt nicht. Und Erfahrung ist die beste Schule, aber man zahlt halt auch einen hohen Preis dafür. Deswegen übertreibt es nicht mit dem Cardiotraining. Nächste Geschichte liegt auch relativ lange zurück. Auch in der Zeit habe ich noch keinen Wettkampf Bodybuilding gemacht, aber es kam halt diese Kreatinsache kam auf einmal so auf den Markt. Und ich kann mich daran erinnern, ich war zu der Zeit noch Polizeibeamter und damals noch als Naturalathlet, als dann Kreatin auf den Markt kam und alle danach geschrien haben, dachte ich, boah, was, Kreatin, boah, geil, bumm, musst du nehmen. Und alle haben davon geschwärmt, Leichtathletik hier, Kraftzuwachs, das war ja für uns das Mittel der ersten Wahl. Nur gab es halt noch wenig Informationen über Kreatin. Und jetzt müsst ihr natürlich dran denken, ja, Vorsicht jetzt, die da draußen sitzen, man konnte nicht einfach mal googeln damals. Ist jetzt über 20 Jahre her, als ich das erste Mal Kreatin genommen habe. Ich müsste jetzt wirklich scharf überlegen, wann das war. Aber das war die Zeit, bevor ich das Fitnessstudio hatte, also vor 2000. Und in der Zeit, wo ich noch Polizeibeamter war, also irgendwann zwischen 1990 und 2000, irgendwo in dem Bereich. Ihr könnt ja mal selber nachschauen und in die Kommentare reinschreiben, wann Kreatin so auf den Markt kam. Aber ich meine, das wäre so die Zeit gewesen. Jedenfalls war es für mich die Zeit, wo ich dann Kreatin kennengelernt habe und alle haben halt von diesem Zaubermittel gesprochen. Und dann gab es aber noch diese Informationen, die man halt nicht googeln konnte, sondern man hat es halt irgendwo nur aufgeschnappt und jetzt fing halt Matze an, Kreatin zu nehmen. Und jetzt haltet euch fest. Normale Kreatindosierung liegt so bei 5 Gramm, bei schweren Bodybuildern vielleicht 8 Gramm, in Ausnahmefällen 10 Gramm. Einigen wir uns auf 5 bis 10 Gramm maximal an Kreatin, Monohydrat, die ihr zu euch nehmen solltet. Ich damals, du musst 30 Gramm Kreatin am Tag zu dir nehmen. 30 Gramm Kreatin. Dann war das nächste, du musst Kreatin zu dir nehmen mit Kohlenhydraten, mit Zucker. Ja, obwohl Kreatin insulinunabhängig verstoffwechselt wird, aber damals hieß es halt, das funktioniert nur in Verbindung mit Zucker. Und der Geheimtipp damals war Traubensaft. Traubensaft und Kreatin, damit Kreatin funktioniert. Kreatin funktioniert nur mit Traubensaft. 30 Gramm Kreatin, Traubensaft. Jetzt kommt das nächste Ding. Du musst Kreatin in regelmäßigen Zeitabständen circa alle 1-2 Stunden zu dir nehmen. Ey, was kommt denn da noch alles? Ja, leck mich doch am Arsch. Das nächste war Kreatin. Ihr könnt euch ja mal zurückerinnern, die einen oder anderen, die vielleicht älter sind unter euch, die können sich daran erinnern. Kreatin, wie war das? Nicht mit Koffein, nicht in Verbindung mit Koffein. Das heißt, ich als Polizeibeamter musste auch noch auf meinen Kaffee verzichten. Totale Katastrophe.
Also, wie wollte er so eine Nachtschicht schaffen ohne Kaffee? Aber egal, ich habe darauf verzichtet. Ich wollte Muskeln, ich wollte Kreatin zum Einsatz bringen. Also 30 Gramm Kreatin, den ganzen Tag die Flasche mit Saft rumgeschleppt, dann alle ein, zwei Stunden, ich weiß es nicht mehr genau, so einen kleinen Riss genommen, Pulle geschüttelt, noch einen Riss und dann wieder. Und so ging das den ganzen Tag über. Es hat natürlich nicht funktioniert. Das Einzige, was es gebracht hat, ich habe den Durchfall des Todes bekommen. So wie ich getrunken habe, musste ich schon wieder aufs Scheißhaus. Ich saß im Streifenwagen und habe manchmal voller Verzweiflung um mich geschaut und habe irgendwo ein Klo gesucht und habe dann an irgendwelchen Imbissbuden gefragt, ob ich mal auf Toilette kann. Ey, es war die Hölle. Es hat mir die Magen-Darm-Landschaft komplett zerrissen und bei mir ging die erste Kreatinzufuhr komplett in die Hose. Aber ich wollte eisern bleiben. Ich habe gedacht, nein, das muss funktionieren, das ist nur Pech. Ich habe das tagelang so durchgezogen, 30 Gramm, und ich war mehr auf dem Klo als alles andere. Bis ich dann irgendwann die Kreatinzufuhr abgebrochen habe und gedacht habe, ey, was für ein Scheißzeug, das funktioniert überhaupt nicht. Du verträgst es nicht, alle anderen werden jetzt mit Kreatin Muskeln aufbauen, nur du nicht. Und dann habe ich damals erstmal Kreatin beerdigt. Das war meine erste Begegnung mit Kreatin. Ja, Katastrophe. Ja, das waren eigentlich so die witzigen Geschichten, die mir relativ spontan jetzt einfallen für dieses Video. Wir haben es jetzt nicht groß vorbereitet, aber ich wollte einfach gerne mal davon erzählen. Und eine Geschichte habe ich noch, da weiß ich jetzt aber nicht so genau, ob ich die erzählen soll. Ich teile sie mal mit euch, aber naja gut, sei mal dahingestellt. Es ist eine Zeit aus meiner Bodybuilding-Zeit, aus meiner Zeit, in der ich schon Wettkampf-Bodybuilding gemacht habe. Und da war dann die Idee, jetzt haltet euch fest, damit man auf der Bühne diese Adern sieht und diesen extremen Pump hat, dass man da eine Viagra nimmt. Jetzt hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keine Erfahrung mit Viagra gemacht. Das heißt, ich war komplett unerfahren und habe mir dann so eine Tablette Viagra besorgt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie die von innen aussieht, weil ich habe dann natürlich eine ganze genommen. Und das waren, glaube ich, damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, 100 Milligramm, also die volle Dosis. Ich kann euch sagen, es ist nicht eine Ader mehr gekommen. Vor allem das Bescheuerte ist, ich habe ja eh schon Adern gehabt ohne Ende. Ich war eigentlich schon ein sehr adriger Typ. Also diese Vaskularität war mir eigentlich schon gegeben. Warum nehme ich, Idiot, dann noch eine Viagra? Das Einzige, was ich hatte, ich musste ständig aufpassen, dass mir nicht die Hose explodiert. Und ich hatte Kopfschmerzen. Ich habe gedacht, mir explodiert der Schädel. Ich habe einen roten Kopf gehabt. Ich sah wirklich kirschrot aus, also wie so eine Tomate. Und diese Kopfschmerzen, es hat gedröhnt. Also ich habe gedacht, ich explodiere. Aber es hat mir nicht eine Ader mehr gebracht. Ich werde es nie vergessen. Danach, als der Wettkampf rum war und ich noch getrunken und gegessen habe, da wurde das dann immer noch schlimmer. Wahrscheinlich durch die Flüssigkeit und die Kohlenhydrate. Ich habe da einen Pump gehabt, aber nicht in Muskeln, sondern in der Hose. Das war katastrophal. Und dann kriegst du das nicht weg, weil du im Auto sitzt und bist auf der Heimfahrt vom Wettkampf. Also Höllenqualen. Ich werde das nie vergessen. Und ich musste dann irgendwann, als die Wirkung so nachgelassen hat, habe ich wirklich im Auto gesessen und musste herzhaft über mich selber lachen. Habe mich kaputt gelacht und habe gedacht, ey, wie konntest du so bescheuert sein und so einen Mist ausprobieren? Aber ja, das war dann schon fast so Lernen durch Schmerzen, könnte man sagen. Und das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Brutal. Also wie kann man so einen Schwachsinn machen? Ja, jetzt kann ich drüber lachen. Damals, als ich auf der Bühne stand, war es gar nicht so witzig. Aber zum Glück hatte ich auf der Bühne nicht das, was ihr jetzt alle denkt. Also das war mir dann doch zum Glück erspart geblieben. Ja, ein paar Geschichten. Teilweise witzig, teilweise skurril. Ich hoffe, ihr konntet darüber lachen und ihr habt euch gut unterhalten damit. Am Ende des Tages will ich euch damit nur vermitteln, ey, wir alle haben doch irgendwann mal angefangen im Training. Und wir alle haben doch irgendwann mal Blödsinn gemacht. Und ich könnte euch noch mehrere solcher blödsinnigen Geschichten erzählen, die ich damals gemacht habe. Also ich habe auch nicht angefangen und habe von Anfang an den perfekten Trainingsplan gehabt, die perfekte Ernährung und weiß der Teufel was. Ich kann mich daran erinnern, an meine erste Diät, als ich nichts gefressen habe und dann saft- und kraftlos in der Sporthalle mehr oder weniger zusammengebrochen bin. Aber auch eine andere Geschichte, noch in meiner Kampfsportzeit. Also ich glaube, es gehört dazu, dass jeder gewisse Erfahrungen macht und vielleicht auch Fehler macht und man am Ende natürlich aus seinen Erfahrungen, aus seinen Fehlern lernt, wobei man natürlich mittlerweile, glaube ich, viel bessere Möglichkeiten hat, Fehler zu vermeiden, weil man zum Beispiel YouTube-Videos schauen kann von mir oder auch von anderen YouTubern, da gibt es ja viele gute. Und googeln ist halt auch ganz einfach. Die Möglichkeiten gab es halt früher nicht, das heißt, wir haben vielleicht dann doch mehr gelernt aus Erfahrung oder indem wir im Fitnessstudio mit anderen gequatscht haben und haben da unser Wissen hergeholt.
war trotzdem eine schöne Zeit und irgendwie haben wir trotzdem Muskeln aufgebaut, auch wenn alles nicht so optimal lief. Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten. Ihr konntet ein bisschen schmunzeln und auch drüber lachen. Es waren halt mal Geschichten, die mir so widerfahren sind und soll halt einfach wieder mal zeigen, ey, wir sind alle nur Menschen, wir machen alle mal Blödsinn, wir machen alle mal Fehler, aber irgendwie kann man am Ende dann doch drüber lachen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.